jeder Kommunion werden wir eins mit Jesus Christus, wenn wir seinen Leib und sein Blut empfangen, in diesen einfachen Gestalten, täglichen Gestalten von Brot und Wein. Heute Abend verkosten wir einige der besten Weine, die je gemacht wurden. Nicht nur die größten Weine des letzten Jahrhunderts, sondern eigentlich des Jahrtausends. Der Wein wird in meinem nächsten Film eine wichtige Rolle spielen. Die Geschichte spielt in der Welt, im Universum des Weins. Der Wein wird eine Hauptrolle im Film spielen. Wein ist in der Kultur der Menschheit tief verwurzelt. Die Winzerin Rosi Schuster legt im burgenländischen St. Margarethen einen neuen Weingarten an. Ein Spezialpflug ackert das Feld bis zu einem Meter Tiefe um. Rigolen heißt das in der Fachsprache. Alte Wurzeln müssen händisch entfernt werden. Wenn ein Weingarten rigolt wird, dann denkt man nicht an heute und an morgen. Dann denkt man, was ist in 10 Jahren, was ist in 20 Jahren, wie lang geht dieser Weingarten, wie lang steht er, wie lang bleibt er gesund, hoffentlich passiert ihm nichts. Also all diese Gedanken gehen einem beim Rigolen einmal durch den Kopf. Das ist der Beginn, das ist ein Neubeginn und da denkt man dann halt ganz einfach die nächsten, ja, wenn es gut geht, 50 Jahre. Muss ich einfach immer wieder klar machen, die Ursprungsbedeutung von Kultur ist Agrikultur, ist Landwirtschaft. Das heißt nichts anderes als das, was da Triebe treibt, ausschlägt, kultiviert wird. Also an der Stelle der wild wachsenden Wiese macht man auf einmal ein Feld und bestellt es. Das ist der Ursinn von Kultur. Man sorgt dafür, dass etwas anders ist, als es naturwüchsig wäre. Und ähnlich mit den Triebhaftigkeiten, die wir nun mal haben, kultiviert umzugehen, die im Rahmen eines Kultus zu bändigen, läuft genau nach diesem Modell. Also man lässt die Triebe nicht ungebändigt ausschlagen. Man sorgt dafür, dass die mit einer gewissen Semantik, mit einem gewissen Ordnungssystem, mit einer gewissen Logik versehen werden. Jedes Jahr am dritten Wochenende im November hat das Universum des Weins einen absoluten Mittelpunkt. Die Trois Glorieuses im Burgund. 3 Tage lang dreht sich hier die Welt um den Wein. In einem ehemaligen Zisterzienserkloster, dem Château Vougeot, treffen sich die Chevaliers du Tatvin, die Ritter von der Korstschale. 1934 beschlossen die Winzer von Burgund, etwas gegen den schlechten Verkauf ihrer Weine zu unternehmen. Sie gründeten die Bruderschaft der Tatvin. Grand Célérier, vous avez la parole. Nous avons le plaisir d'inviter à nous rejoindre Madame Maria Elisabetta Fabioli, vigneronne à San Gimignano. Weinliebhaber aus der ganzen Welt sehen es seither als große Ehre an, als Chevalier intronisiert zu werden. Madame Maria Elisabetta Fabioli. Im Namen von Noah, dem Vater der Rebe, im Namen von Bacchus, dem Gott des Weins, im Namen des heiligen Vinzenz, dem Schutzpatron der Winzer, ernennen wir sie zum Ritter der Kostschale. In den Kreis der auserwählten Ritter wurde auch die französische Schauspielerin Fanny Ardant aufgenommen. Soirée d'intronisation. Der Abend der Intronisation, den ich als sehr warmherzig, sehr traditionell empfand. Zu einer Gruppe zu gehören, die an die Geschenke der Erde, den Wein, die Weinrebe,
die Freude und die Kunst des Weinmachens glaubt. Das gefällt mir sehr. La vigne, le plaisir, l'art de faire du vin, ça me plaisait. Mir gefällt auch sehr gut diese Idee, die Freude, die Intelligenz, die Ironie und die Tradition seit Rabelais. Und dann wird man ja schließlich im Namen von Bacchus intronisiert. Docteur, par Noé, Père de la Vigne, par Bacchus, Dieu du Vin, et par Saint Vincent, Patron des Vignerons, nous vous armons Chevalier du Tadevin. Bis zum Chevalier du Tadevin ist es ein weiter Weg. Wie bei jedem Kult gilt es, Regeln und Rituale zu erlernen und zu befolgen. Die Weinakademie in Rust bietet Kurse vom Anfänger bis zum Master of Wine. Führen Sie das Glas zur Nase, riechen Sie kräftig und das Glas schwenken. Und beim Schwenken werden die Aromen flüchtiger und wir nehmen sie noch intensiver wahr. Ein kurzer Schnüffler und ganz intensiv marillig, leichte Pfirsicharomen, Quitte, primäre zitronige Frische, das ist das, was diesen Riesling ganz klar auszeichnet. Wir nehmen einen schönen Schlürfer. Bitte machen Sie es mir nach. Führen Sie das Glas zum Mund und wiederholen Sie den Vorgang. Der kleine Schluck ist gut und wichtig, um den Abgang auch beurteilen zu können. All diese wunderbaren Aromen, die wir meinen zu schmecken, riechen wir eigentlich am intensivsten, wenn wir den Wein im Mund haben, wenn er sich erwärmt und über diese Retroolfaktion, wie das heißt, sich der Wein dann eigentlich nochmals öffnet und in seiner Schönheit zeigt. Als Noah einen Weinberg anlegen wollte, wusste er nicht, wie man an diese Arbeit herangeht. Da kam zu ihm der Satan und bot ihm seine Hilfe an. Er sagte ihm: Ich bin bereit, dich den Weinbau zu lehren, aber unter einer Bedingung. Sobald der Wein reif ist, gehört die eine Hälfte mir und die andere dir. Wehe, wenn du mir davon nimmst. Noah war einverstanden. Da brachte der Satan ein Lamm, grub in die Erde eine Furche, schlachtete das Tier und goss das Blut hinein. Dann brachte er einen Löwen, schlachtete auch diesen und das Blut ergoss sich in die Erde. Hierauf schlachtete er einen Affen und zum Schluss ein Schwein. Und auch ihr Blut wurde in die Furche gegossen. Das Blut von Opfertieren spielte in den frühesten Riten der Menschheit eine große Rolle. Da gibt es dieses wunderbare Buch von Freud, Tod im Tabu, wo er eben davon spricht, dass das Abendmahl und die Eucharistie ihre Wurzeln im Totemismus hat, wo man einerseits ein Tier verehrt und andererseits bringt man es um. Und weil man es so verehrt hat, trinkt man sein Blut, damit man diese Kraft bekommt. Ob es Totemismus auch in unserer Region gab, wissen wir nicht. Wir glauben, dass in der Hallstattzeit das Profane vom religiösen Leben nicht wirklich getrennt war, so wie wir das heute haben. Man hat vermutlich Kulthandlungen im Rahmen von lebensbegleitenden Festen wie Hochzeiten oder Begräbnisse gefeiert. Und bei diesen Feiern hat auch der Wein eine große Rolle gespielt. Diese rituelle Trinkszene findet sich auf einem Bronzegefäß aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Die aktuelle Grabungsstätte der österreichischen Archäologin Dr. Katharina Rebay liegt in Ungarn, Sasalombatta bei Budapest. Sie hat die sensationellen Funde im Grabhügel von Zagersdorf im Burgenland wissenschaftlich aufgearbeitet. In einer Schale wurden 3 Weinkerne gefunden. Wilde Formen des Weins hat es besonders an der Donau immer schon gegeben. Das Fantastische an diesem Fund war, dass man 3 Weinrebkerne mit eindeutig kultiviertem Wein gefunden hat.
Und das beweist uns, dass schon 700 Jahre bevor die Römer in unser Gebiet gekommen sind, auf unserem Boden Wein konsumiert wurde und auch angebaut wurde. Der Osten Österreichs lag damals am Rande des griechischen Handels- und Kulturkreises. Mit den Waren wurden auch Sitten, Gebräuche und Mythen importiert. Im Römersteinbruch von St. Margarethen finden alle 5 Jahre Passionsspiele statt. Laienschauspieler setzen ein altes Gelübde fort. Beide Christus wie Dionysos sind Weingötter und beide wissen, dass der Kult um den Wein damit zusammenhängt, dass wir, wenn wir Wein konsumieren, zu Einsichten kommen, die uns versagt sind, wenn wir nüchtern bleiben. Dass wir von der Ähnlichkeit der Gottheiten Dionysos und Christus wissen, ist auf das Evangelium des Johannes zurückzuführen. Die anderen Evangelisten kamen aus dem jüdischen Kulturkreis, Johannes kam aus dem griechischen Kulturkreis. Der war initiiert in die eleusinischen Mysterien. Dem fiel natürlich auf, dass Christus nicht der Erste ist, der sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, sondern dass Christus selbst damit schon zitiert und sich als Bruder, als Nachfolger, als Überbieter des Dionysos begreift. Die christlichen Symbole sind halt für mich der Einstieg, dass man in diese Welt des Kollektiven und Unbewussten einsteigt. Aber meine Arbeit ist eine dionysische Arbeit. Wir können uns das gar nicht handfest und konkret genug vorstellen. An den Feiern um den Gott Dionysos teilnehmen, hieß einfach eine Orgie feiern. Sie haben sich drogiert. Und die göttliche Droge war damals eben der Wein. Das heißt, es ging zur Sache. Und was feiern die? Auferstehen und Zerstörung. Die Lust daran, kein Ich mehr sein zu müssen. Im Rausch nicht mehr den Zwängen der Ichhaftigkeit zu unterliegen, sondern ein Tier werden dürfen, ein anderer werden dürfen. Und man kehrt dann wieder zurück, einigermaßen ernüchtert. Dionysos Sagreus, der Zerrissene, Jesus Christus, der Gekreuzigte, wäre dann wiederum die Parallele, wird wieder zusammengesetzt, wird wieder auferstehen. Und daraus macht Christus ein neues Theologie-Design und sagt, das ist allenfalls ein Vorgeschmack dessen, was euch später erwarten wird. Gepriesen seist du, ewiger Herr der Welt, der du die Frucht des Weinstocks erschaffen hast. Größte Hauptstadt der Welt mit einem eigenen Weinbaugebiet. 700 Hektar Anbaufläche sind auf das Stadtgebiet verteilt. Der kleinste Weingarten liegt mitten im Zentrum der Stadt, in einem Winkel des Schwarzenbergplatzes. Die Lese wird jedes Jahr zum Medienereignis. Der Ertrag wird für karitative Zwecke versteigert. Tradition spielt in Wien eine große Rolle. So erinnert der Neustifter Kirtag an einen erfolgreichen Bittbesuch der Hauer bei Maria Theresia vor 250 Jahren. Die Kaiserin erließ ihnen damals die fälligen Steuern.
Junge Winzer suchen neue Wege. Das ist heute ein Ackerschachtelhalm. Der hilft eigentlich gegen alle Pilzerkrankungen. Das Rezept sind einfach 2 Handvoll, das sind ungefähr 20 Gramm am Hektar auf 40 Liter. Dann einfach nur Wasser aufkochen, 20 Minuten ziehen lassen, ab sein, fertig. Mit den Tees können wir im Endeffekt die Auffangsmenge von den anderen biologischen Spritzmitteln reduzieren. Hilft natürlich auch, dass der Weingarten seine eigene Harmonie wiederfindet. Das ist ein bisschen homöopathisch, aber durchaus berechtigt. Vous en avez 6 différents à sentir. Es sind 6 verschiedene Aromen. Riechen Sie daran und versuchen Sie einmal zu definieren, was das für Aromen sind. Quand vous avez relevé le numéro, vous notez votre première impression. Wenn Sie gerochen haben, notieren Sie bitte zuerst die Nummer, die auf dem Fläschchen steht, und dann, was Ihnen als erstes in den Sinn gekommen ist, bitte. Je vous rassure tout de suite, c'est difficile. Und ich will Ihnen nicht den Mut nehmen, aber es ist nicht ganz leicht. In der Ausbildung zum Weinkenner ist das Erkennen von Geruchsaromen besonders wichtig. Sie sind die Vokabeln der Weinsprache. Jean Lenoir hat über 1000 Aromen gesammelt. Die für die Weindegustation wichtigsten hat er in Nez du Vin, die Weinnase, zusammengestellt. La première question, le numéro 2. Meine erste Frage. Attends. La réponse, le numéro 2. Für die Nummer 2, bitte. Zitronenmelisse. Du Citron. Citron. Limone. Citron, Limon. Grapefruit. La pamplemousse. Pamplemousse. Ja. Voilà. Ja, das stimmt. Wer hat also Grapefruit gesagt und gefunden? Je vous ai prévenu, c'est difficile. Ich hatte Sie gewarnt, es ist ein wenig schwierig. Jean Lenoir ist Vortragender beim ersten Weltweinfestival im Wiener Palais Coburg. Ebenso wie Serena Sutcliffe von Sotheby's und Bordeaux-Papst René Gabriel. Es ist immer ein Respekt da vor Weinen. Die Arbeit vom Winzer, der Willen, jene Winzer, die ich mag und liebe, sind auch solche, die dieses TLC haben, das Tender Loving Care, Liebe und Sorgfalt zum Produkt, das man herstellt. Und da hat man einen Respekt und man trinkt den Wein immer zuerst mit Respekt, aber auch mit der möglichst großen Portion Genuss, weil im Wein ist doch viel, viel mehr drin als nur banale Flüssigkeit. Sorgfalt und Qualität. Um sie zu steigern, werden im Sommer die Trauben ausgedünnt. Weniger Trauben bedeuten mehr Extrakt. Wir vermeiden die große Hitze beim Arbeiten draußen, damit wir bei der ärgsten Hitze den Stock nicht belasten. Wegen der Verdunstung, wenn ich da was wegschneide, dann ist es immer ein höherer Wasserstress. Es ist schon gut, die Hitze für den Wein, nur es müssen nicht unbedingt 38 Grad sein, so wie heute. Wie bei jedem Kult ist das Gefäß der göttlichen Substanz von größter Wichtigkeit. Wesentlich an diesem Glas ist diese Kegelform, diese umgekehrte Kegelform, die mit sich bringt, dass immer die Relation zwischen dem Volumen, das im Glas ist, und der Oberfläche immer das Maximum in den Duftkanal bringt. Und dieser Duftkanal, den haben wir immer versucht. Also das ist immer in den verschiedenen Proben ist das dann immer verändert worden, bis wir die ideale Form gefunden haben. Was mich immer bei den großen Weingläsern gestört hat, die haben immer diese dünnen Stiele. Und wenn dann Wein drinnen ist, dann muss man den Stiel so zusammenpressen, dass man ihn überhaupt halten kann. Und darum habe ich mir gesagt, einen eleganten Stil, einen hohlen Stil.
Der Aufwand, für den Wein ein Gefäß zu erzeugen, das ihm entspricht, steht der Arbeit am Wein selbst durch nichts nach. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit uns der Kelch des Heiles werde. Das Waldviertler Stift Zwettl besitzt seit dem 12. Jahrhundert ein eigenes Weingut im südlichen Kammtal, Schloss Gobelsburg. Hier produziert Michael Moosbrucker den Messwein. Dadurch, dass er zur Stadt verrieselt. Der Wein beim letzten Abendmahl war natürlich ein naturbelassener Wein. Und so hat sich in der Kirche die Tradition eben herausgebildet, dass es ein naturbelassener, guter Wein ist, also ohne jegliche Zutaten. Der Messwein wird, glaube ich, heuer eine tolle Kabinettqualität. Den werden wir sicherlich ernten, so mit 17, 18 Grad. Mhm. Das heißt, er wird heuer mal vielleicht eine Spur kräftiger werden als in anderen Jahren. Aber sehr schön gehaltvoll. Auch im Judentum unterliegt die Herstellung des Weines bestimmten Regeln. Vom jüdischen Gesetz aus her muss jede Maschine, die nicht koschere Produkte verarbeitet, muss immer mit 100 Grad gereinigt werden vorher, plus Laugenmittel, irgendwas, Desinfektionsmittel. Diese Vorschriften kommen aus der Tora und Talmud ausgearbeitet, wie das immer von den jüdischen Weisen wiedergesetzt sind. In alten biblischen Zeiten waren die anderen Religionen noch Götzendiener. Und so wurde festgelegt, dass koscher Wein ein Wein ist, der an sich von Juden selbst produziert wird, um auszuschließen, dass dieser für einen Götzendienst verwendet wird. Immer wenn wir Wein trinken, müssen wir ihn segnen. Dann ist aber natürlich in der Religion, im Ritus dazu gekommen, dass wir eine Hochzeit mit Wein beginnen und andere Festivitäten auch. Bei all diesen Gelegenheiten macht man den Becher voll. Dieses volle Glas zeigt schon irgendwo die volle Freude. Amen. Gibst dir zu trinken. Zum ersten Mal hat unterschrieben, dass Tobai wird dir geben zu essen. Gibt er jetzt zum ersten Mal, gibt er schon zu trinken. Ich glaube, das Mystische hat er eher verloren in unserer doch sehr hedonistischen Zeit. Aber wir sollten über die Geschichte des Weins nachdenken. Und besonders sollte man da nachdenken, wenn man sozusagen den Wein in einer architektonischen Form eine Heimstätte gibt. Für den Wein Arachon der Vereinten Winzer in Horizon errichtete Wilhelm Holzbauer einen monumentalen Reifekeller. In den Klöstern war der Wein eigentlich verborgen. Das waren immer Keller. Jedes Kloster hat einen Keller gehabt. Aber es ist nie dargestellt worden, dass es der Wein das Wichtige wäre. Hier ist der Wein das Wichtige. Moderne Weinarchitektur ist der unübersehbare Ausdruck eines neuen Selbstbewusstseins der Winzer. Ideale Bedingungen zur Weinproduktion verbinden sich mit effizientem Marketing. Thank you.
im Hinterkopf, dass der Wein diese westliche Zivilisation, dass er uns begleitet. Das ist ja ein Kontinuum von der griechischen Mythologie und der römischen ist dass das immer mit einer Gottheit verbunden war. Und man denkt zwar nicht dran, aber im Hintergrund dürfte es noch irgendwie da sein. Sehr süß. Sogar der Saft, der da weggeht, ist schon rot. Der Heiligenstein gilt als die berühmteste Lage des Kammtals. Peter König und Jürgen Weiland testeten unabhängig voneinander Wein als homöopathisches Arzneimittel. Aus den Protokollen der Testpersonen erschließt sich das Wesen des Weines. Was ich in der Arzneimittelprüfung, in dieser Prüfung des Weines für mich als deutlichstes gezeigt hat, ja, ist diese Doppelseite. Also die Wurzel spielt eine enorme Rolle. Wurzel, was für mich aber auch bedeutet, eine Vergangenheit wirklich in Urzeiten, in Tiefe. Dann steckt dort eine tiefe, tiefe Vergangenheit, ja, zu dem Anbeginn und vielleicht auch zu diesen ursprünglich dionysischen Ritualen. In der Homöopathie wird eine Substanz so lange zerrieben, verdünnt und potenziert, bis nichts mehr von der Substanz übrig bleibt. Dafür aber ihre spezifische Information. Ein wichtiges Thema waren die Themen der Haltsuche. Der Wein ist eine Rank- und Kletterpflanze, die braucht Halt, Ordnung und Struktur. Ich liebe es, in Weinregionen zu wandern und dort zu sehen, wie in Reih und Glied, fast wie Soldaten, die Weinreben dort aufgestellt sind, ja, um guten Halt zu haben, angepasst zu sein. Und wenn man sie losbindet, sie würden einfach wild umher wuchern, aber sie würden keine Erträge bringen. Suche nach Halt. So wie der Wein auf fremden Halt angewiesen ist, kann er dem, der ihn trinkt, auch keinen dauerhaften Halt bieten. Doch in der Homöopathie heilt man Ähnliches mit Ähnlichem. Was ist das Heilende? Was kann der heilende Aspekt sein? Dass man den Mut bekommen kann, zur Wahrheit zu stehen, ohne dabei etwas trinken zu müssen, um ihn dann zu bekommen. Ja, dass man sich nicht antrinken muss, um Mut zu haben, um zur Wahrheit zu stehen. Weinbau ist Landwirtschaft. Zur Lese benötigen größere Betriebe zusätzliche Helfer, meist aus dem Ausland. Unterschiedliche Kulturen und Prägungen treffen aufeinander. Es ist ja auch so, dass dem Wein immer persönliche Eigenschaften zugesprochen werden, weil Wein Aura hat. Und Aura ist ja nichts anderes als dieses Gespinst von Ort und Zeit. Jetzt an diesem Ort zu dieser Stunde geschieht es. Und auch unser Leben ist ja ein Gespinst aus Orten und Zeiten. Und die Frage danach, warum ich als Kind dieser Eltern zu diesem Zeitpunkt, an diesem Ort geboren wurde, kann mir ja keiner beantworten. Ich muss ja nicht fromm sein, wenn ich sage, das ist eigentlich die genuin theologische Frage. Und das findet eine Entsprechung im Wein. Guter Jahrgang, schlechter Jahrgang, ja oder nein. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß.
Leg deine Schatten auf die Sonnenuhren und in die Fluren, lass die Winde los. Und dann kommt dieses berühmte Befehl, den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch 2 südlichere Tage, dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Man spricht immer von der Zeitlichkeit. Da ist immer Anfang und Ende. Und hat eben Angst vor dem Ende, weil man weiß, es gab einen Anfang. Und da gibt es aber ein anderes Begreifen der Natur, dass alles fließt, dass die Schöpfung nie einen Anfang hatte und auch kein Ende. Und dieser Wein, also dieses Blut des Gottes, ist jener Saft, der uns in das einweiht, dass alles fließt, dass alles kein Ende hat. Die Trauben gehen jetzt eben da in die Presse hinein. Das wird dann gedreht und dann ganz sanft gepresst mit einer Plane. Das ist ein sehr, sehr schonendes System. Ja. Ziel des hohen technischen Einsatzes ist die Perfektionierung der alten Methoden. Bei den alten Baumpressen blieben die Kerne unversehrt und die darin enthaltenen Bitterstoffe gelangten nicht in den Wein. Im Wesentlichen ist es natürlich auch eine ethische Frage und wir sind sozusagen auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Also dieser Anspruch der Wahrheitsfindung in den Weinen steht natürlich auch gewissermaßen im Raum. So wie der Traubensaft in Wein, der Wein in das Blut Christi, so soll auch der Mensch in seinem Innersten durch die Kommunion verwandelt werden. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das Blut Christi. Amen. Wein hat eine stimulierende Funktion jetzt über das Leben hinaus. Und wer von diesem Blut trinkt, ist erlöst, muss nicht mehr sterben. Also in der Funktion des Weines liegt ein gewaltiger Wille zur Ewigkeit vor. Château Smith Olafite in Bordeaux ist die Geburtsstätte der Vinotherapie. Der Wein hat für uns magische, wunderbare Eigenschaften. Man spricht von den magischen Traubenkernen. Man verwendet die Polyphenole für ihre wohltätigen Eigenschaften gegen die Hautalterung, zum Wohlfühlen, zur Entspannung im hiesigen Spa und zur Massage. Vor allem helfen die Polyphenole in den Traubenkernen im Kampf gegen Herz- und Gefäßkrankheiten. Es gibt auch andere Wirkstoffe wie Resveratrol, die wir in unseren Cremen wegen ihres Anti-Aging-Effekts und gegen die Zellalterung der Haut verwenden. Im Château Smith Olafite wird der Grand Cru Classé de Graves produziert. Das Nebenprodukt der schonenden Pressung sind die Kerne für die Kosmetik. Sie sind die Grundlage für Sauvignon und Cabernet Peeling Creme, Cabernet Duschgel und Anti-Aging-Weinsonnenschutz und vieles mehr.
Der Produktname Caudalie ist ein französischer Begriff aus der Weinverkostung. Caudalie, das ist die Maßeinheit für die Nachhaltigkeit der Weinaromen im Mund. Wenn Sie den Wein in den Mund nehmen und schlucken, rechnen Sie in Sekunden, wie lange der Geschmack in Ihrem Mund bleibt. Das sind die Caudalie des Weines. Als Kulturgut ist Wein etwas, das also nie ganz losgelöst ist von einem Staunen. Dieses Staunen kommt einfach aus dem Aspekt heraus, dass wir es nie ganz erklären können. Geschmacksrichtungen entstehen, die wir vorher vielleicht noch nie gekannt haben. Also 20 Gramm Zucker wieder noch. Mhm. Um Chevalier du Tadevin zu werden, muss man von einem Mitglied der Confrérie vorgeschlagen werden. Und die Grande Confrérie entscheidet dann über den Antrag. Jedes Jahr werden auch Ehrenmitglieder ernannt. Heuer ist es Fanny Ardant. Regisseur Claude Lelouch dreht während des Galadinés mit Fanny Ardant Teile seines neuen Kinofilms, der im Burgunder Weinmilieu spielt. Für Team und Darsteller ist es eine außergewöhnliche Herausforderung, diese Spielszenen zu drehen, während das Fest im Gange ist. Ich denke, dass der Wein zum Mut der Menschen beiträgt, eine Art Ergänzung der Schüchternheit. Ich mache Regie. Ich mache, was man Schauspielführung nennt. Und ich habe schon Schauspieler, die nicht in Form waren, ein kleines Glas Wein trinken sehen, die dann viel besser wurden. Also denke ich, dass der Wein außergewöhnliche Tugenden besitzt, unter der Bedingung, dass man ihn mit Vernunft zu sich nimmt. Wenn ich die Grenze überschreite, dann kann sich das Paradies in die Hölle verwandeln. Es ist genau diese Trennlinie. Wie jede Arznei muss man die Menge nehmen, die nicht vom Arzt, sondern vom Leben vorgeschrieben wird. Noah begann, den Wein zu trinken. Er trank ohne Maß. Er trank auch den Teil Satans und wurde so betrunken, dass er sich in aller Öffentlichkeit entkleidete und sich beschmutzte. Als er nüchtern wurde, erschien höhnend der Satan und belehrte ihn. Wisse, wenn der Mensch ein Gläschen trinkt, wird er zahm wie ein Lamm. Trinkt er das zweite, beginnt er wie ein Löwe mit seiner Stärke hochzustapeln. Er rühmt sich aller möglichen Heldentaten. Aber wenn er das dritte Glas getrunken hat, verliert er jede Menschengestalt. Wehe, wenn er das vierte Glas getrunken hat, dann wird er zum Schwein und wälzt sich in den Pfützen. Nun, die abgründige Seite liegt natürlich nahe, dass man den Geist, den man freigesetzt hat, nachher auch wieder vollkommen liquidieren kann. Das Schlimme am Wein wie an jeder anderen Droge ist der Zusammenbruch. Das, was man an Zuschuss gekriegt hat, an Mehrwert bekommen hat, an Eröffnung wunderbarer neuer Räume, die man vorher nicht betreten hat, kann im Kollaps enden. Also der Absturz, der ist gewissermaßen immer mit eingebaut. Es lebe die reine Rückrunde! Es lebe der erste Mittwoch im Monat! Der Wein verwandelt den Maulwurf zum Adler, schrieb Charles Baudelaire vor 150 Jahren. Es lebe der nächste Tag hier und da! Das Belohnungszentrum im Gehirn ist zuständig dafür, dass wir in bestimmten Situationen Freude, Euphorie empfinden und wir immer wieder versuchen, solche Situationen aufzusuchen. Nun ist es so, wenn der Alkohol ins Gehirn kommt, greift er in diesem Belohnungszentrum auf dieselben Regionen zu und sorgt wieder aufgrund des vermehrten Endorphins für eine euphorische Stimmung. Alkohol wirkt wunderbar angstlösend und wird als Bewältigungsstrategie gegen ein Defizit eingesetzt, dem ich sonst nicht anders Herr werden kann. Kurzfristig wirkt Alkohol natürlich. Jedoch setzt dann aufgrund des biphasischen Verlaufs und der unerwünschten Nebenwirkung
sehr schnell wieder ein Angstzustand ein und der Betroffene versucht, das wieder zu bekämpfen, indem er erneut Alkohol zu sich nimmt, um dieser negativen Nebenwirkung zu entkommen. Es wäre mein Sohn, der Valentin! Ja! Und ich will allem! Prost! Dionysos heute. Wie jede andere vor ihr, braucht auch unsere moderne Gesellschaft Freiräume für die Flucht aus dem eigenen Ich. Freilich nur zu besonderen Gelegenheiten, an besonderen Festtagen. Wenn diese Flucht zum Alltag wird, droht Gefahr. Das ist in der Sucht sicher so, dass diese Substanz, dieses Versprechen, das es gibt, nicht einhalten kann. Deshalb besteht auch die Neigung, immer wieder sich diese Substanz zuzuführen, beziehungsweise auch die Dosis immer zu erhöhen. Das heißt, dass der Mangel nicht behoben werden kann, unter dem die Patienten leiden. Der Grüne Kreis bietet in der Einrichtung Jonsdorf Suchtkranken stationäre Kurz- und Langzeittherapie an. Verantwortung für sich selbst und andere wieder zu erlernen, ist das Ziel. Alle Tätigkeiten im Haus sind Teil der Arbeitstherapie. Begleitend dazu medizinische Betreuung und Psychotherapie. Das Ganze, was auf mich zugekommen ist, das war einfach, wie soll ich das eigentlich so sagen, das war mehr die Hölle für mich. Im Rahmen des Projekts Kunst im Grünen Kreis haben Patienten Trickfilme gestaltet. Immer wieder spielt die Maske eine besondere Rolle. Das griechische Wort Persona bedeutet Maske des Schauspielers. Dionysos ist auch der Gott des Theaters. Und dann habe ich später eben auch in der Mythologie gefunden, dass der Wein eben, dass Dionysos eben als Ritual auch, da wird die Maske, das Gesicht hochgehalten. Also dass eigentlich die Botschaft des Weines ist, dass die Maske, die Persona in der jungschen Psychologie nicht angewachsen und starr ist. Mut zu haben, sein Ich zu zeigen und nicht seine Persona. Also wenn was schief geht, dann kannst du jederzeit kommen. Ich denke also, dass das Alkohol ein Krücken ist. Als Gegengift bieten wir Beziehung an. Ja, wir gehen in Beziehung mit den Leuten. Wir sind jemand, an dem du dich anhalten kannst. Schon als kleines Mädchen erlebte ich meinen Vater als Liebhaber großer Weine. Und jedes Mal, wenn es etwas zu feiern gab, Geburtstage, Weihnachten, die Erstkommunion, ging er in den Keller und brachte eine Flasche herauf. Schon sehr jung hatte uns die großen Weine kennenlernen lassen. Es war immer zuerst der Geruch, die Farbe und dann auf einmal der Geschmack. Höhepunkt der Trois Glorieuses ist die Versteigerung der Weine des Hospiz von Beaune. Die diesjährigen Präsidentinnen sind Alice Taglioni, Prinzessin Margarete von Rumänien und Fanny Ardant. Die Weine der Auktion können im Keller des Hospiz verkostet werden. Das Hospiz wurde 1443 als Spital für die Armen gegründet. Über die Jahrhunderte wurden immer wieder Weingüter aus Dankbarkeit für die Pflege gestiftet. Die Erträge dieser Weingärten werden alljährlich versteigert. Der Erlös kommt karitativen Einrichtungen zugute. Heuer notleidenden Kindern in Rumänien. Den höchsten Betrag erzielt traditionell das Fass des Präsidenten. 200.000 Euro, das ist etwa der 40-fache Wert eines durchschnittlichen Fasses. Die Auktion hat selbstverständlich auch wirtschaftliche Aspekte. Das Preisniveau dieser ersten Versteigerung im Jahr ist ein Gradmesser für die Preisentwicklung des gesamten Jahrgangs in Burgund.
Im ehemaligen Krankensaal des Hospiz sind anonyme Bieter per Telefon mit der Auktion im Nebenhaus verbunden. Wein. Je älter, umso wertvoller. Ein ideales Objekt für Anleger. Das ist ein sehr gefährliches Syndrom. Ich würde diese Anleger bitten, sich eher mit Schweinebäuchen und Kupferdrähten zu orientieren. Weil das sind genau jene Leute, die denen, die den Wein eigentlich lieben, den Wein teurer machen. Château Aubriot ist mit Sicherheit einer der Top-Weine der Welt, denn er gehört zu den besten sechs in Bordeaux. Zuerst ist da der Geruch, das Bouquet. Wir nennen das ein Bouquet. Es ist so vielschichtig und hat so viele Ebenen. Also der Geruch, das Bouquet hat alles, was es braucht. Rote Beeren, schwarze Beeren. Und es ist sehr seltsam. Das Einzige, wonach Wein sicher nicht riecht, sind Trauben. Oh mein Gott, das ist reiner Samt. Ich kann wirklich nicht sagen, ob es Samt ist oder Seide. Dieser wunderbare Geschmack nach Brombeere, Loganbeere und Johannisbeere. Im Wein liegt ein unglaubliches Versprechen. Und das Versprechen kann aber nie ganz eingelöst werden. So etwas wie eine Letzterfüllung kann es überhaupt gar nicht geben. Das weiß schon der gute Weintrinker Goethe, der ja in Faust II dichtete, so taumle ich von Begierde zu Genuss. Und im Genuss verschmachte ich nach Begierde. Das ist ein absolutes Spitzenweingut und ein Spitzenjahrgang. Einer der besten Jahrgänge des letzten Jahrhunderts, ganz ohne Frage. Er füllt den ganzen Mund und gleitet hinunter. Er ist einfach herrlich. Das ist ein Weltklassewein. Ein Wein wie dieser gehört zur höchsten Kategorie der besten Weine ihres Lebens. Ohne jede Frage. The greatest wines of your life, without question. Ich denke, das gehört wirklich mit zu dem tiefen Wesen des Weins, dass er die Struktur des Begehrens selbst noch mal deutlich macht. Was ist die Struktur des Begehrens? Dass wir letztlich im Genuss verschmachte ich nach Begierde, dass wir manchmal ja auch so etwas wie eine Enttäuschung fühlen, wenn der Genuss erfüllt ist. Warum? Weil das, was wir eigentlich begehren, unser Begehren ist. Was wir wünschen, ist der Wunsch. Im Wein liegt ein Versprechen und das Subtile des Versprechens ist, dass das Versprechen nie ganz eingelöst werden kann. Alte Weingärten werden im Herbst gerodet. Nach dem Rigolen im Frühling werden neue Stöcke gesetzt. Ende und Neubeginn des Weinjahres. Der Kreis schließt sich. Die Weintaufe. Hier ist der junge Wein nicht Mittler zu einer Gottheit, sondern steht selbst im Mittelpunkt des Rituals. Der Wein ist Kult. Er wird kultisch verehrt. Er ist der Inbegriff des Kultes selbst. Meine lieben Freunde, ich möchte euch herzlich begrüßen bei unserer heutigen Weinsegnung. Wir taufen heute einen Neuburger 2006. Herr unser Gott, du schenkst uns den Wein als Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Dein Sohn Jesus Christus hat den Wein erwählt als Zeichen des neuen Bundes in seinem Blute. Segne diesen Wein, darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich frage mich ja manchmal, ob die These, dass die Welt immer profaner wird, überhaupt stimmt. Es gibt immer mehr Leute, die
Abgründe und die Schönheiten des Weintrinkens erfahren. Warum? Wahrscheinlich, weil man erfährt, dass wir keineswegs alle Rätsel aufgelöst haben und die Welt entmythologisiert ist, sondern dass die eigentlichen Daseinsrätsel noch offen stehen.